So, jetzt geht's drum, die Königin, die ich ja vorhin in diese Streichholzschachtel gesteckt habe, erstmal umzusiedeln in einen selbstgebauten Königinnenkäfig mit Kokosnussplatte, Haarlockenwickler und Plastikhaube, damit man nachher auch die Kokosnusskappe wieder rausbekommt. Ist jetzt halt der Freestyle im Dschungel gewesen. So, und wir machen jetzt hier nochmal die Klappe auf, lassen die Terraner-Königin hier reinlaufen, halten das alles auf Band. Dann stecke ich den Lockenwickler wieder ins Bienenvolk rein und der Schreiner hier drüben, der ist ja schon dabei, unsere Klotzbeute weiter auszusägen. Sobald die fertig ist, kann ich hier mit der echten Umsiedlung dann beginnen. Warum ich das jetzt mache? Weil ich die Zeraner nicht einschätzen kann, wie schnell die so eine Entschuldigung, also so eine Streichholzpackung aufnagen können oder aber auch inwiefern da die Königin drin durchdreht. Deswegen machen wir sie lieber in das rein. Das ist mir deutlich angenehmer. Ein bisschen Rauch rein zu pusten ist auch bei den Terranas eine gute Idee. Man soll es natürlich jetzt nur nicht übertreiben, mit denen ist auch klar. So, jetzt klappen wir noch mal hier unser Bienennest auf. Ich brauche es auch tatsächlich noch mal in voller Größe. Runterfallen darf es auch nicht. So, liebe Bienen. So, jetzt machen wir erstmal hier unsere Zerana-Bienchen weg von der Königin. Und dann machen wir dasselbe wie halt immer in Deutschland schon geübt. Nur halt der Freestyle mit der Zigarettenpackung. So, die darf halt auf gar keinen Fall durchswitchen. Wirklich Sicht habe ich hier nicht. Das war die Biene und da ist unsere Königin. Genau, also das weiß ich noch von vorhin, da habe ich nämlich zwei Tiere in der Hand gehabt. Das eine war die Königin und das andere war tatsächlich eine Biene, die ich da einfach mitgefangen habe. Ihr wisst ja, wenn man eine Königin mal hat, gerade sage ich mal in wilden Bienenvölkern, can you show this again? Also gerade wenn man eine Königin hat, ich sag mal, ich hatte ja echt das Glück. Ne? Ich zeige das hier nochmal auf Band, wie ich das gemacht habe, weil vorhin im Short-Video hat es nicht so ganz funktioniert. Da hat mir wieder die Hand gefehlt. Das Einzige, was ich gemacht habe, um die Königin zu finden, ich habe gewusst, vom Verhalten her rennen die Zerana-Königin sehr gerne weg von ihrem Brutnest bei Öffnung und verstecken sich dann unter dem Mantel der Bienen. Etwas abseits vom Nest ist wahrscheinlich ein Überlebensmechanismus, weil wenn jemand das Nest plündert, dann ist ja die Königin das Wichtigste. Deswegen verpisst die sich wohl als erstes und ist sozusagen schon wirklich schwarmbereit. Und was ich da vorhin gemacht habe, ich habe nur die Bienen so genommen und habe die durchkämmt. Und dabei ist dann die Königin hier irgendwo zwischen den Bienen gewesen. Den Königin-Griff habe ich gemacht, den ich hier auch schon auf Band gehalten habe. Könnt ihr meine Playlisten durchgucken, wie man eine Königin greift. Sondern habe ich die Königin in der Faust gehabt. Und dann hat mir leider die dritte Hand gefehlt, um die Kamera zu halten. Und dann habe ich die halt von der Faust in die Schachtel reinlaufen lassen. Und ja, hier ist sie nochmal. Definitiv kleiner wie eine Mellifera-Königin. Und definitiv größer wie die Zerana-Mitarbeiter. So, die Königin, die. Jetzt muss man überlegen, wo wir die am besten reinklemmen. Wahrscheinlich hier. Wieder in dieselbe Ecke rein. How can you make it stay? Hier mit dem Beeswax. So, Okay. schaut mal hier mit dem Bienenwachs. Habe ich jetzt den Käfig hier so richtig angeklebt. Guckt euch das hier nochmal an.
Also in das wilde Wabenwerk einfach reingeklemmt. Oh, lecker, hier ist sogar Honig drin. Oh, dann probieren wir ihn gleich mal. So, jetzt machen wir hier wieder die Klappe zu. Kann ich schon? Jetzt machen wir die Klappe wieder vorsichtig zu. Und dann komme ich später zurück und siedel die Waben um mit den aufsitzenden Bienen. Zeige ich euch dann, wie es weitergeht.